Bestätigendes Nicken zwischen den beiden und wir legen wieder los mit unserem Livestream. Der Stream an sich hat ohnehin nie geendet. Wir sehen Marco und Mirko und ich habe das Mikro und schon kann es wieder losgehen. Marco Tschudi gegen Mirko Schöneshöfer, der hier The Lag gewinnt das Ausspiel. Also erstes Anschlussrecht hat Simon. Unser Schiedsrichter poliert nochmal die weiße Kugel, setzt gleich mit dem Magic Ball Rack auf und dann sehen wir hier ein nächstes Match in dieser Runde. Kurze Absprache nochmal, ich weiß noch nicht genau, um was es geht und wie und was und wo. Marco Tschudi winkt ab. Ich habe gerade bei Marco Tschudi schon gesehen, er hat irgendwie die ersten drei Matches gewonnen und steht mit Spielpunkten 15:3 hier. Das bedeutet, er hat irgendwie so 5-1, 5-1, 5-1 oder sowas. Also, er scheint bestens gelaunt zu sein. Beliebtes Kerlchen hier natürlich im Stuttgarter Raum. Deutscher Meister mit Sindelfingern geworden. Und insofern sehr viel hier unterwegs gewesen, ist hier lange Jahre quasi unterwegs gewesen und zu Hause gewesen. Ist jetzt wieder echter Züricher und junger Papa, so wie ich, so wie viele, die wir hier sehen. Tja, auch unsere Generation Pool kommt irgendwann in die Jahre, wo es eben da auch um die echten, ernsten Dinge im Leben geht. Trotzdem spielt er noch auf höchstem Niveau und Mirko Schöneshofer ebenso, kriegt hier gerade einen Bad Kick auf die Weiße und verliert damit Spielrecht. Ja, Marco Tschudi, der unterhaltsame Schweizer, ist am Tisch nicht wahr. Der Schweizer, er hält viel auf sein Land, klar, stolzer Schweizer. Man kann mit ihm prächtig über Blitzergebühren in der Schweiz diskutieren. Und hat auch schon seine Erfahrung gemacht. Die langen ganz schön hin, hat er gemeint. Na, da wollte er so ein bisschen auf die neuen vielleicht auch lösen. Das ist schon mein Glaube an diesem Moment. Was bleibt, ist ein Übergreifer. So, und hier ist die Kamera gerade an der falschen Position. Wir laufen gerade 10 liebeshungrige Vollweiber ein zu einer Handparty. Das ist richtig liebeshungrige, ja, habe ich doch richtig interpretiert. Eine Handparty, einen Junggesellenabschied. Noch haben sie mich verschont. Ich hoffe, ihr beschützt mich. Wenn das der Marco Tschudi sieht, dann schenkt er hier seinen Satz ab. So, schnittiges Bällchen in die Mitte. Wollte natürlich ein bisschen anders, aber gut. Der Ball liegt da, der Treffpunkt ist der gleiche, wenn gleich ein bisschen schwieriger ist. Ja, und eben nicht ganz. Ja, da fast noch ein bisschen Glück, dass die Weiße noch mal raufkontert. Nun liegt hier fast der Shootout-Ball für Mirko Schöneshöfer. Schauen wir uns den noch mal an. Aus St. Augustin kommt er. Spielzeit 6 Jahren, knapp 20 Jahre alt und ist Verbandsmeister im 8-Ball-Pokal gewesen. Also schon auch einer, der so weiß, was man mit diesem Holzstock anzufangen hat. Wie man sieht, möchte ich sagen, ziemlich trocken schießt er hier den Ball weg. Versemmelt die 9. Nimmt es gelassen, aber muss ihn ärgern natürlich. Große Chance hier zum 1:0. Nach der starken 8. Der Ball danach
Habe ich nicht mit Ralf Eckert schon fünfmal heute darüber gesprochen. Schöne 9. Lang verarztet. Ja, der ist gut gelaunt. Also der ist gut aufgelegt. Marco Ciudi hat man auch gesehen. Ich meine, das genießt er natürlich auch. So eine lange 9, die bringt ihn ins Match. Der läuft Lochmitte in die Tasche. Das ist natürlich ideal. Schönbuch, einer der Hauptsponsoren. Eine schöne Erfrischung. Mittlerweile kann ich da auch schon aus Erfahrung sprechen. Statt Abendessen gab es das hier im Sportcafé Carambolage in der Hermannstraße in Stuttgart. Julian Break. Starkes Break. Viel Fahrt mitgegeben. Schiedsrichter schaut, ob er hier das Magic Ball Rack rausbekommt. Marco Ciudi spielt seinen Stil eher so ein bisschen übertrieben lässig, aber auch gleichzeitig ein bisschen schnelles Tempo. Eher ein bisschen aggressiv. Sicher immer gut für die Unterhaltung. Ja, und jetzt zwingt er sich hier zu einem großen Ball. Die 2 würde lang gehen. Bin ich mir sehr sicher. Gleichzeitig könnte es auch ein Versuch auf die 10 werden. Ich weiß nicht, den hat er sich, glaube ich, gerade angeschaut. Ich kann nur berichten, noch schüttelt er den Kopf. Also ganz sicher ist er sich nicht. Ich glaube, im Endeffekt geht er die lang an. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre schon ein Ball, den man dem Ciudi schon zutrauen kann. Jetzt gucken wir nochmal hier. Dann gucken wir noch mal da. Der Schiedsrichter wird es gleich erfahren, denn 10-mal ein Ansagespiel. Immer die Option natürlich auch auszusteigen aus der Aufnahme mit einem Safety. So. Ich hab's gewusst, er probiert ihn lang und er schießt ihn auch rein lang. Nun ist ihm die Weiße ein bisschen an der Ecke hängen geblieben. Insofern hat er nicht die gewünschte Stellung. Aber da bin ich ja schon mal richtig gelegen mit der Auswahl. Also er hat ihn tatsächlich lang gespielt und auch gebracht. Naja, geht hier richtig offensiv rein. Also das ist wirklich Vorwärtsbewegung, die er mitbringt. 15-2 oder 15-3, die Gesamtstatistik in seinen ersten 3 Runden. Und zurückgekehrt von einer Stärkung nach einem schönen Showmatch. Danke nochmal dafür, Ralf Eckert. Hallo zusammen und ich habe mitbekommen, wir haben hier große Action auf dem Center Court, aber einen eindeutigen Favoriten hier. Ja, eigentlich schon. Also Marco ist unglaublich in das Turnier gestartet. Ich habe es gerade... 15-3 hast du gesagt. Ich glaube 15-3. Ich sehe hier leider... Dreimal hat er auf jeden Fall gewonnen, das ist schon mal klar. Ja, ja, und zwar sehr deutlich. 15-2, 15-3, irgend sowas. Und aber auch sein Gegner hat schon 2-mal gewonnen. Ja. Ja. Von daher natürlich nicht zu unterschätzen. Aber favorisiert ist Marco. Definitiv. Allein schon die ganze internationale Erfahrung. Und er ist ja vom Niveau her wäre er Vollprofi. Ne? Ja, ja, klar. Also könnte sicher als Vollprofi agieren. Ist auch junger Papa, habe ich gerade schon gesagt. Mhm. Das Schicksal teilt er mit mir und einigen anderen. Und gerade in dem
Billard-Zirkus ist natürlich, du bist viel unterwegs und fährst von Turnier zu Turnier, wenn du es denn ernst nimmst. Und das passt nicht immer gut zusammen. Insofern sind das Leute, die dann ab und zu auch mal Turnier weglassen. Mhm. Apropos weglassen. Er hat gerade 4 weggelassen. Ja, so ist es. Hast du seine Webseite vom Marco Trudy schon erwähnt? Nee, hier, darauf sollten wir aber zu sprechen kommen. Ein Sportblog sozusagen von ihm. realpooltalk.blogspot.com. Genau. Und da gibt es, den Link kann man mit Sicherheit auch in einigen Beiträgen von ihm im BA finden. Und das ist eine sehr kritischer Artikel über den Pool-Billiard-Spiel oder den Pool-Billiard-Sport, wie man es nimmt. Und da sind schon ein paar interessante Aspekte drin, muss man auf jeden Fall sagen, international gesehen. Ein junger Mann, der natürlich Grips in der Birne hat, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Er ist auch sehr selbstbewusst, das sieht man nicht nur hier an seiner Art zu spielen, sondern das ist natürlich auch, wenn man mit ihm spricht, du merkst, der hat bezieht Position und verteidigt sie auch. Und das ist natürlich auch ein Spieler, der sich nicht unbedingt rumschubsen lässt und der dann auch mal seinen Mund aufmacht. Das finde ich auch wichtig. Mhm. Bei doch relativ mächtigen Verbänden, die wir haben, da gibt es ja einiges an Restriktionen. Also was ich nicht mag, Verbände, natürlich haben die ihre Daseinsberechtigung und so weiter. Also zumindest sollten sie. Und aber was ich nicht so mag, ist natürlich, dass die immer so empfindlich auf Kritik reagieren. Ne? Ich meine, einige Politiker, die in Deutschland, die halten doch täglich, halten die richtig was aus, oder? Aber im Billard... Muss einem eigentlich klar sein. ich bin selbst im Ehrenamt und ich beobachte, das ist der Nachteil übrigens an dem Ehrenamt, dass die Ehrenamtlichen, und die machen eine große Arbeit, um Gottes Willen, also ich will das Ehrenamt hochhalten, bin wie gesagt selber einer, so ein Esel, der viel was arbeitet. Was machst du denn? Es gibt in meiner Heimatstadt Freising einen Dachverband über allen Sportvereinen. Wir haben so 65 Sportvereine und die sind organisiert unter einem Dachverband, der Stadtverband für Sport, und da bin ich Vorsitzender. War lange Jahre Vorsitzender auch des Billardclubs und in verschiedenen Vereinen ehrenamtlich tätig. Hat mir immer Spaß gemacht, mich einzubringen. Aber ich beobachte, dass das Ehrenamt oder der Ehrenamtliche, sobald er Kritik bekommt, immer sagt, ja, ich mache das ehrenamtlich und warum kritisierst du mich? Und das ist eigentlich eine ganz doofe Vorgehensweise, denn so richtig ernst genommen fühle ich mich erst, wenn auch Kritik kommt, logischerweise. Und man muss ja auch, wenn man wachsen will, auch als Funktionär, ich sehe es von der Spielerwarte aus, ne? Wenn du als Spieler wachsen willst, dann musst du mit deinen Schwächen konfrontiert werden. Und wenn du als Funktionär wachsen willst, dann musst du auch zuhören, ja? Was da an Kritik rüberkommt. Das macht dich doch nur stärker, aber wenn du immer nur gegen eine Betonwand rennst, ja. Ja, also da ist sicher, jetzt ist ja, wenn wir, vielleicht setzen wir auch bald schon wieder einen Punkt dahinter, aber wenn wir über Billard Deutschland sprechen, dann haben wir ja ohnehin jetzt Neuwahlen gehabt. Manni Pirner, sei gegrüßt an dieser Stelle, ist neuer Präsident der DBU. Kein neuer Besen, der gut kehrt. Er ist lange Jahre als Vizepräsident schon dort in dem Gremium. Aber nun als Präsident, Dietmar Greger also ausgeschieden. Und es ist auch noch nicht alles neu besetzt. Also gerade die Position, die Pirner inne hatte, gilt es neu zu besetzen. Wichtiges Amt des Finanzvizechefs. Kennst du sein Programm? Schauen wir, was wir bekommen. Schauen wir mal hier das Programm an. 5-6. Genau. Na, ich sag ja, setzen wir einen Punkt dahinter, aber wenn wir über Funktionärsbillard sprechen und guck mal, auch noch faul bestraft, Körpersprache hier weggedreht, zum Himmel geblickt. Es war der dritte Fehler, du hast eins verpasst. Im ersten Spiel hat Julian einen strengen Ball angegangen, verschossen, hatte eigentlich Glück, hat eine sehr, sehr schwere 8 liegen lassen. Die hat Mirko Schöneshöfer super versenkt und der Ball danach, was wir oft besprochen haben, den hat er dann kläglich versemmelt. Also er merkt, ist ja nicht so, dass mir der Judy mich überrollt. Damit kann man ja noch leben, sondern ich bin ja in jedem Rack dran. Ja, mindestens einmal. Und was will ich eigentlich mehr? Ja, genau. Auf diesem Niveau. Aber er hat einfach keinen, wenn man jetzt, da kommt er ihm aber entgegen hier mit dieser verschossenen 7. Das ist... Ja, spielt schon sehr, sehr hastig. Kann es sein, dass wir auf dem Center Court jetzt schon einige Matches hatten, wo die Fehlerquote eigentlich höher ist wie normal?
Ja, also ich bin hin und her gerissen. Bei dem Marco weiß ich, der hat auch gesagt, ah, jetzt ist schon 8 und ich wollte eigentlich um 8 irgendwie schon wieder weg sein und ich habe hier eine Verabredung irgendwo. Mhm. Ist ja auch immer viel Flachs und Schmäh und Spaß dabei bei ihm. Aber er ist auch so einer, er mag das ganz gerne so davon galoppieren und so ein bisschen von oben weg. Mhm. Ich möchte nicht sagen arrogant, aber in der Art wirken zumindest. Und da ist er natürlich auch anfällig für sowas und ist dann doppelt bitter. Ja, er steht also auch gleich auf jetzt hinter seinem Gegner und ja, dann setzt er sich doch wieder hin, da er in Blickrichtung stehen würde. Schauen wir mal. Aber du hast recht, wir sehen einige Fehler, die wir von den Athleten auf keinen Fall erwarten würden. Also gerade auf dem Center Court. Da hast du wesentlich solider gespielt gerade. Nein, danke, wirklich, danke. Kompliment. Tolles Billard gezeigt mit dem kleinen Mann an deiner Seite. Hermann, unglaublich, oder? Wenn du überlegst. Ja, der ist noch ein elf, bisschen zu kurz und so, aber mit 11, da wussten wir alle noch gar nicht, was Billard überhaupt. Und er hat ein paar super Positionen und Bälle gemacht auch. Meine Güte. Ja, der Herr schenke ihm weitere 50 Zentimeter. Ach, die kriegt er, der wird sie nicht vermeiden lassen. Die kriegt er von selber. Der wird sie nicht vermeiden lassen. In die Stellungen wächst er hinein. Die Stellung hätte ein bisschen besser sein können. Was meinst du? Er muss. Ja. Come on. Den macht er jetzt. Da ist Loco, er nochmal, der Kleine. Ja. Schöne. Man gerade nochmal gesehen. Jetzt schauen wir, bleiben wir aber an der Platte hier. Ja, den macht er schon. Okay. Und 2-1. Da hinten spielt natürlich gleich weiter, der junge Mann. Der Hermann. Will unbedingt später mit mir noch ein Match machen, hieß es hier. Ja, wenn du irgendwie eine Ausrede brauchst, dann sag's. Ja, okay. Nein, Quatsch. Also es war wirklich eine schöne Geschichte. Wer es nicht gesehen hat, Ralf Eckert von seiner sympathischsten Seite mit dem Junior, 11 Jahre, Hermann Hoy und aber auch ein Marco Dorenburg, der schon richtig tolles Billard zeigt. 18 Jahre alt. Mit 18 musst du heute auch eigentlich noch kein fertiger Spieler sein. Du bist eigentlich nie fertig. Aber hast eigentlich die Reife, dass du mit allen mitspielen können musst. Und er als Nachwuchscrack in Baden-Württemberg hat schon tolles Billard gezeigt. An der Seite von Christian Reimering. Weißt du, wie viele Matches wir heute Abend noch zu sehen bekommen hier im Center Court? Also ich weiß, dass ein Ringgame geplant ist. Ich weiß, dass es noch ein Breakbattle gibt. So viel mal zu den Side-Events. Ringgame und Breakbattle. Wie läuft das Ringgame ab? Da glaube ich, wird es noch eine finale Absprache geben. Es werden 5 Spieler sein, die sich mit einem Buy-In sozusagen hier in das Match kaufen. Ich glaube, es wird Winner takes it all bedeuten. Mhm. Okay, ein Push, den nimmt man, ne? Wenn er da kommt er bestimmt vorbei an der 6. Ja, er kommt vorbei an der 6. Ein bisschen Übergreifer mit drin. Und der wahre Push ist eigentlich die Versicherung mit der 4, oder? Ja, eigentlich ist so dieses Pulp das Entscheidende, das wir hier sehen. Ja, und wie viel Live-Action wir noch aus den Qualifying Round Robin Matches sehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt 8:30. Wenn ein Ringgame noch stattfinden soll, ich gehe davon aus, also aktuell ist das noch der Plan. Ja, dann haben wir noch eine lange Poolnacht vor uns. Und morgen, ich meine, ab 10 Uhr gibt es dann die Finalrunden. Und da ist natürlich dann... Oh, den spielt er tief. Das ist gewagt. Das ist heiß. Ja, der ist sehr verschießbar tief. Ja. Nicht nur das. Natürlich besteht die Mittellochgefahr zu scratchen, an der einen Kugel wie jetzt an der 7 hängen zu bleiben. Ne? Also uns hätte beiden der Nachlauf besser gefallen. Nachlauf hoch links. Ja. Der hier so richtig schön mit Bogen in die zweite Bande geht. Der war recht okay gespielt. Der war recht okay, weite Distanz. Ich glaube, er schaut raus, aber
Man könnte jetzt zwei Banden in das Pulk reinmischen, in der Hoffnung, man kriegt eine Stellung. Das wäre so ein bisschen Hit and Hope. Oh, ja, da kommt, so aber auch gut, da kommt er auch gut raus aus der Kiste. Aber ich glaube, er sieht ihn ganz dünn. Kann er die Weiße spielt hinter, der hinter die Vier, ja. Naja, die Zehn zuerst berührt. Foul. Das war, glaube ich, auch faul, ja. Würde ich auch behaupten. Und da kommt auch schon Simon, der Schiedsrichter. Und da liegt eine tote Kombi, oder? Ist das so? Das sieht nach einer Kombi aus, ja. Ganz bitter. Ganz bitter, dieses Foul. Was ist das 2-2 denn? Du bist versichert durch dieses Pulk. Es wird keiner in eine flotte Partie gehen. Und dann hinterlässt du so eine Ball-in-Hand-Kombi. Hast du da auf die Schnelle einen Tipp für unser Publikum? Ein Tipp? Wer gewinnt, oder nein, was? Wegen der. Nein, so Kombinationen. Wie man Kombinationen spielt? Ja, klar. Ich schätze mal, er muss jetzt genau den blauen Punkt an der 2 treffen. Ja, da habe ich schon die spannendsten Geschichten gehört von Billardspielern, die da mit Systemen gearbeitet haben. Autsch! Ja, Systeme mit der... Das eine oder andere System wäre jetzt vielleicht hilfreich gewesen. Tatsächlich mit der Reflexion der Lampen und weiß der Teufel was. Ja. Ganz wilde Geschichten. Wo ich sagte, sind die Lampen nicht bei jedem Tisch irgendwie anders? Ach so, ja, irgendwie schon, aber irgendwie funktioniert es immer. Also. Das wäre doch mal ein Titel für ein Buch. Die Reflexion der Lampen in Beeinträchtigung der Kombinationsstöße. Ja, aber unglaublich. Aber ich meine, wenn du weißt, dass es auch Placebo-Effekt gibt, dann ist das vielleicht eine solche. Vielleicht hilft es, ja. Gehin, dein Glaube hat es dir geholfen. So, weder der Glaube noch Ball in Hand hat dem Mirko schönes Höfer geholfen. Letztlich geht es nur um die Treffpunkte, die ganz klar eigentlich zu ermitteln sind. Und ein bisschen, je nachdem, ob man von der Seite trifft oder nicht, ein bisschen die Rotationsübertragung. Aber das ist da gibt es keinen Trick. Das ist erst, wenn, also gerade dann, wenn sie sehr, sehr eng zusammenliegen, ist es natürlich etwas, was einem übrigens auch was es schwierig machen kann, was aber einem auch ermöglicht, dass man Bälle, die weit neben das Loch zeigen, eigentlich noch manipulieren kann. Aber falls es einen Trick gibt, dürfen sie uns nicht den verraten. Ne? Dafür sind wir ja da. Für Tricks sind wir immer zu haben. Oh. Ich wollte gerade sagen, er wird wieder bestraft. Wird er auch, glaube ich. Fast hat er die Weiße wirklich pressend in die Ecke gelegt. Ja, und fast wäre es aber auch reingefallen. Ich glaube, der 2 geht. Ich glaube, der 2 geht. Aber den musst du schon ganz, ganz langsam machen. Ich glaube, das geht gar nicht mehr. Vielleicht kommt er noch irgendwo... Nee, der müsste laufen lassen, denke ich. Und dann auf die, und auf die Kombi gehen. Auf die 3, Kombi 9. gehen. Ich glaube, halten bringt hier wenig. Die hat halt, weil die Kombi nicht so viel Winkel hat, kann man dann auch die 3 schön halten vor der Tasche. Ja. Und dann hat man sogar die Chance, dann diese 4 zu lösen. Ne, nee, er sieht sie gar nicht. Er sieht sie doch nicht. Oh Mann, ordentlich getroffen, aber weiß ich. Aber ehrlich gesagt, also ohne ihn zu kennen, traue ich ihm blind zu, so wie er lag. Hätte er sich den Jump zumindest kurz anschauen können. Du hörst dich grausam an. Jump über die Ecke. Hört sich grausam an, aber wenn der wirklich, also von uns aus, der so ausgesehen, als würde er gehen, dann ist das wirklich ein Näschen. Ich verstehe, was du meinst. Und das habe ich sehr, sehr oft schon gesehen, selbst gespielt. War viel einfacher, als man glaubt. Du hast keine Gefahr auf die Weiße, weil die Weiße Richtung Tisch abprallt. Und jetzt ganz ehrlich, so wie er ihn getroffen hat, es kann eigentlich gar nicht gut liegen bleiben für ihn. Ja, ja. Naja, ja, aber gäbe, Marco macht sich das Leben selbst schwer. Hoffnung wäre damit gewesen, aber gering, ja. Jetzt hat er sich sowieso selber schwer gemacht. Er sagt die Ecktasche an, logischerweise. Er kann die Weiße zwar hinter der 5 und 6 halten, aber ob die 4 da rausläuft, bezweifle ich. Also, das... Ja. Es war abzusehen, dass das nicht unbedingt so gut ausgeht. Und hier, Banker, safe. Banker wohl eher nicht, weil die Position zur 5 nicht drin ist. Wie Harakiri, mega Nachlauf, Monsterzugball spielen. Also muss er jetzt aussteigen, kontrolliert. Ja, er misst den Banker aus, aber es ist, warum den Banker? Das machst du, wenn die 9 die 5 wäre, dann könnte ich sagen, okay. Ja, das ist es.
der schaut nicht raus, glaube ich. Nee. Ah. Der liegt schon sehr schön nah an der 7. Der müsste, hoppala, der müsste ein bisschen mit viel Effekt hinter der 6 vorbei. Ich denke, das wäre noch machbar. Könnte vielleicht die andere Mitteltasche ansagen. Also mit maximalem Konter, Konter-Effekt. Mhm. Ansonsten sieht es schon ein bisschen mau aus. Also ich meine, welchem, ich meine jetzt die in unserem Bildschirm die untere ja, genau. Lange Bande. Nah ran. Würdest du hier ran und mit Konter-Effekt arbeiten? Oh, er scheint noch an der 7 vorbei mit ein bisschen Bogen. Oh, guck dir das an. Guck dir das an. Das sieht, das ist diese Headcam-Review. Die täuscht so, ne? Das hat gefälligst so zu sein, diese, oder? Diese sphärische Kurve, wie haben wir es genannt? Sphärische Kurve, genau. War ein Knaller, der Ball. Ja, war ein kracher Ball und das sind genau die Dinger, die ein Juli braucht. Man sieht es im Gesicht, der will jetzt wirklich hier... Der spielt dich so trocken rein, die schärfsten Bälle weit weg. Wow. Und auch so ein kleines Konzentrationsenergiebündel. Ja? Also er ist wahnsinnig fokussiert. Er lässt, wenn dann mal einen aus, weil er es dann übertreibt mit dem Tempo, weil er dann mal zu schnell rangeht. Mhm. Aber was mich immer wieder beeindruckt, ihm bringt das nicht nachhaltig aus dem Stoß. Mhm. Er sammelt sich wieder und bei der nächsten Stoß ist er wieder da. Bisschen Winkel, bisschen Winkel, bisschen. Dankeschön. Naja. Aber ich glaube, es sind auch. Da muss man auch wirklich sagen, das lassen die Taschen hier auch zu. Erstens das, ja, aber wenn die recht nah so halber, dreiviertel Diamant vor den Taschen liegen, dann hast du mehr als man denkt Toleranz an, ja, an der Kugel zum Anspielen. Da kann man in der Regel, sag ich mal, ein halber, dreiviertel Diamant, selbst wenn du gerade Linie liegst, kriegst du die Weiße auf die andere Tischhälfte, wenn du es unbedingt brauchst. Zumal, wenn du mit sauberer Technik spielst, dann kriegst du viel Nachlaufwirkung auch in den Ball, ohne ihn zu bolzen. Mhm. Denn gebolzt klappert er dann tatsächlich unter Umständen. 3-1 Führung für Marco Ciudi. Hier wieder eine kleine Werbeeinblendung. Aber nehmen wir die Werbung gleich mal auf und beteiligen uns an der Diskussion. Schichtleder, was gibt's nicht, was, also gerade du mit deiner Erfahrung, was hast du nicht alles für Epochen an Leder mitgemacht? Ja, da waren wir bei blauem Elkmaster, wie Radiergummi so weich. Mhm, dann waren wir bei knallharten Professionals. Ja, ja. Und jetzt die Schichtleder. Natürlich eine Weiterentwicklung, also Schichtleder. Die ersten Schichtleder, die ich kennengelernt habe, waren Mori-Tipps. Und das hat mich schon überzeugt soweit. Was habe ich hier? Und letztlich sollte man, natürlich gehört es zu einem Job von einem Billardspieler, für sich herauszufinden, was ist das beste Material. Und da gehört auch ein bisschen dazu, man beschäftigt sich mit diesem Problem, man holt Informationen ein, richtig tief, intensiv beschäftigen damit und dann aber zu einem bestimmten Moment eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, bei der man auch bleibt. Ja. Denn selbst wenn man sich für die falsche Entscheidung trifft, ja, ist es immer noch besser, wie wenn man gar keine Entscheidung trifft und ständig von seinem Material geplagt wird und unsicher ist, sollte man nicht vielleicht das noch oder das probieren oder das. Deswegen habe ich natürlich meine Experimentierphase auch alle möglichen Tipps ausprobiert. Aber natürlich gegen Mitte 90er Jahre ist meine Entscheidung gefallen und da müsste schon irgendwie was total Neues kommen, dass ich da mich davon abbringen lasse. Also, das ist also kein Thema kein mehr. Kein Spieler wird Weltmeister, weil er das richtige Leder gefunden hat. Mhm. Sind wir uns da mal schon mal sicher und einig. Mhm. Und wenn man sieht, was mit verschiedensten Material möglich ist, dann sieht man, dass Leder ist. Also, ich habe immer ein Beispiel. Ich habe ganz am Anfang in meiner Billardspielphase einen Mannschaftskollege, der hat mit Karambolkühl gespielt und spielt irgendwie einen Monster-Effet-Ball und es fliegt das Leder quer durch den Raum, fällt ihm also ab. Mhm. Nackte Ferrule bleibt übrig. Er war der Einzige, der es nicht gemerkt hat und zielt auf den nächsten Ball als Monster-Zugball. Okay. Und wir alle haben uns schon so an den Händen gehalten, so jetzt kracht's gleich. Und packt einen Zugball über 1,5 Tische aus, ohne Leder, mit der nackten Ferrule. Ist noch ein Foul, oder?
Unabhängig davon, seitdem weiß ich, die Diskussion über Leder ist vielleicht nur halb so entscheidend. Ich meine, klar, dass du als Billardspieler auch immer ein bisschen rumtüftelst und machst und tust. Das ist ja auch eine Sache des Fokussierens, das Köbel wieder herzurichten, auch mal während einem Satz ein gutes Hilfsmittel, einfach zu sagen, wenn ich nicht Shotclock habe, ich gehe an den Tisch und vorher mache ich noch mal ein bisschen Leder sauber, bringe mich ein bisschen in Konzentration. Alles erlaubt, aber es ist nicht kriegsentscheidend. Es ist, wie gesagt, verpflichtend, sich mit dem Thema zu befassen, sich kundig zu machen, damit man auch selber sicher ist und dann aber eine Entscheidung treffen. Und that's it. Und das ist eine persönliche Entscheidung, ja. Es gibt ja, man kann ja nicht grundsätzlich sagen, das oder das wäre das beste Kö, das oder das wäre das beste Leder oder so. Natürlich kann man persönlich, das und das ist für mich das beste Kö oder für mich das beste Leder. Und ja, klar. Das ist es. Also die Parameter sind hier, das ist schon was anderes wie bei anderen Sportarten, muss man klar sagen. Im Golf, da haben die auch ihre Schläger und da wählen die aus, aber die sind letztlich dann auch immer die gleichen Schläger. Mhm. Beim Tennis, da wird zum Beispiel mit der Beseitung, da geht man auf, welchen Luftdruck haben wir, welche Temperaturen haben wir, was für Bälle spielen wir. Je nachdem machen die irgendwie ein halbes Kilo schwerer bespannt oder weniger. Im Billard ist es, glaube ich, mir eher störend, wenn du dich zu sehr... Ja, da kann man sich schon verheddern. Du kannst dich verheddern. Dran. Absolut, ja. Da hatten wir ein mega Beispiel dazu, als der junge Wu Weltmeister wurde als 16-Jähriger. Ja. Du erinnerst dich vielleicht in seinem Finale gegen Kuo, als er weit in Führung liegend, oder nee, andersrum war es irgendwie, ich glaube, er lag weit zurück und hat einen ganz, ganz bösen Kicks gehabt, ist ausgerutscht, abgerutscht und hatte das so in seinem jungen Schädel, was möchte es ihm ja nicht verdenken als 16-Jährigen, der konnte danach drei Racks lang keinen Zugball mehr spielen. Er hat ständig an dem Leder und völlig das Vertrauen verloren und hat dann erst, ich glaube sogar nach einem Timeout, irgendwie wieder Form gefunden und dann ja auch den Satz ausgeschossen. Aber das war das prominenteste Beispiel dafür, der konnte nicht mehr spielen. Er hat perfektes Billard gespielt und er konnte nicht mehr spielen, weil er diesen eventuellen Abrutscher im Kopf hatte. Also alles, was von der Bande runterging. Solche Bälle wie jetzt gerade. Ja, das kann man verstehen. Wenn man ist halt auch ein sehr psychostarkes Spiel, das Billard. Man hat richtig mitleiden können damals. Und naja, insofern die Diskussion, ich meine, ganz ehrlich, die Industrie soll ja auch davon leben. Das ist natürlich auch eine Geschichte des Marketings. Aber es ist auch wichtig, wenn man die Entscheidung getroffen hat, ja, dann wird man auch nicht mehr so schnell verunsichert. Und man kann auch keine Alibis mehr suchen, das oder das wäre schuld gewesen. Sondern ab da, wo man die Entscheidung getroffen hat, übernimmt man die volle Verantwortung dafür. Und da gibt es dann kein Alibi mehr, das Leder ist nix oder das Kö ist nix, ja. Sondern war dein Leder, war dein Kö. Ja. Im Kleinen Prinzen gibt es eine Textstelle, wo es heißt... Du bist für das verantwortlich, mit dem du dich vertraut gemacht hast. Das passt hier ganz gut. Da wären wir spätabends in Stuttgart auch noch voller Poesie und Lyrik. Ja. Naja, aber stimmt schon. Also dasselbe ist ja, dasselbe könnten wir ja mit den, das ist das Schichtleder, das sind die Phenolium-Ferulen. Und alles, was es dort noch an Experimenten gibt, das sind die scheibchenweise aufgebauten und laminierten Oberteile. Ich werde gerade im Medium, im Billard aktuell gefragt, ui, was für ein Leder ich... Oh, da hat er verschossen, ja. Was für ein Leder ich spiele und das kann ich positiv beantworten, ja. Du auch, kann ich nur sagen. Ja? Ja. Ich spiele auch das Mori Medium. Aber da gibt es ja, also da aber wieder aufhören an der Stelle. Das ist, wie gesagt, Camo ist mit Sicherheit ein super, super Leder. Da habe ich überhaupt keine Zweifel daran. Gar keine Frage. Das ist auch keine qualitative Bewertung. Es muss passen, definitiv. Und man muss eins sagen, insgesamt, ob du dir ein Mori kaufst oder ein Camo, insgesamt bekommst du eine wahnsinnige Qualität geliefert. Absolut. Früher weißt du noch, der Professional, ich möchte gar nicht verfluchen, tolle Leder habe ich jahrelang gespielt, aber da hast du wirklich 20 Leder dir rausgesucht, hast dir das Richtige gewählt die und so weiter. Untereinander waren die ein bisschen verschieden. Die waren alle ein bisschen anders oder so und heute hast du die wie Tabletten eingeblistert und hast da so
Immer konstant. Eine tolle konstante Qualität, das muss man wirklich sagen. Mhm. Ja, die Materialindustrie, da kann ich mich an der Diskussion nicht beteiligen. Ich spiele einen McDermott der alten D-Serie, also irgendwie Anfang der 80er. Und denke gar nicht dran, was anderes zu spielen. Genau. Ich möchte Diskussionen über Deflection und so weiter gar nicht hören. Ja, genau. Dafür haben wir das schöne Wort Vorhalten gelernt, ja, das ja. Sie alle kennen und keiner kann es dir erklären, aber... Da wollen wir jetzt mal nicht so tief einsteigen. Nee, bitte nicht. So, wir dürfen auch das Match nicht aus den Augen verlieren. So ist es. Ich habe es nämlich fast schon, es steht 3-1, kann es sein? Oder ja. Hat sich da was geändert? Das heißt, ihr könnt da ein 3-2, das ist nicht leicht, die 10. Das ist not a gimme, würde der Kommentator von EchoStats sagen. Wie heißt er auch gleich? Ah. Bitte nicht danach suchen, dann okay. Fällt es uns nie ein. Genau, okay, kommt jedenfalls haben wir hier das 3-2 für Marco Ciudi und... Der gute Mirko aus St. Augustin hält sich im Rennen. Nervös gestartet? Ja, auch ein Youngster. Er schaut groß gewachsen, wie er ist. Du hast gerade mit ihm ja vorher gesprochen. Er schaut schon reif aus und alles. Also so Poolreife allemal gegeben. Der müsste etwa 19. Aber der ist 19, 20 Jahre alt. Und damit ist man schon noch ein Youngster im Geschäft. Naja, im Billardgeschäft auch immer weniger. Wenn man ja, sieht. Man muss nicht mit 7, 8, 9, 10 oder sowas anfangen. Das ist natürlich, hat es von Vorteil, wenn man dann tatsächlich durchzieht. Aber man weiß ja nicht, ob sie sich in der Pubertät oder im Berufsleben dann für was ganz anderes entscheiden. Ja, aber mit 17 kann man auch noch Profi werden, mit 18, 20 oder so. Ne? Ja, definitiv. Also ich glaube auch, gerade bei dem jetzigen Kenntnisstand, wir haben ihn mehrfach angesprochen heute, gerade bei dem jetzigen Kenntnisstand in Sachen Training und in Sachen Wissen, dass es einfach rund ums Billard gibt. Wobei, wenn wir darüber reden und über deine Publikationen reden, ich meine, selbst wenn du dein erstes Buch zur Hand nimmst, dann ist es immer noch aktuell, dann ist es immer noch Wissen, das als Basiswissen heute noch gilt. Mhm. Und das ist mittlerweile wie lange her? Das dürfen 15 Jahre. So, ja. 16 sogar, 16. Macht mich schon fast stolz. Ja, darfst du ja auch. Ich meine, da waren die Jungs hier alle noch im Sandkasten und haben mit Baggern gespielt. Und neu erfunden wurde das Billard eben doch nicht. Eben. Ja. Die Physik bleibt die gleiche. So, also diese Partie ist relativ offen. Wenn er, ich meine, jetzt bin ich mal gespannt, ob er dem Druck standhält hier. Ne? Denn der Ausgleich liegt für ihn auf der Pfanne. Ne? Ja, Ball für Ball. Die 7 vermeiden, jawohl, sehr schön. Jetzt hat er viel Winkel auf der 3. Kein Problem, wenn man an der 7 vorbeigeht. Kann man reparieren, würde ich nämlich fast sicher sagen, dass sie vorbeigeht. Dann jetzt den Mut haben, so einen Ball auch soft zu spielen. Ja, er kann ja auch einiges riskieren. Wie ich sehe, hat er hier eine Versicherung bei der Hamburg-Mannheimer. Ja, da drum, da muss er sehr natürlich... Sehr ordentlich gespielt. Sehr ordentlich gespielt. Ja. Und jetzt denke ich, kann er sie laufen lassen. Die wird, selbst wenn er sie 9 berührt, dürfte es nicht allzu schlimm sein, solange er sie auf der rechten Seite berührt. Und das muss er noch nicht mal. Ich glaube, er kann sogar so soft spielen, dass überhaupt keine... ja, hätte ich gerade gesagt. Vielleicht gibt er auch ein bisschen ihn auf die Tangente und vermeidet den Kontakt gänzlich. Ja. Oder tief sogar, lässt sie laufen, gegen die 9, zack. Ja. Why not? War schon fast gefährlich, weil es die Mitte 9 war. Fast, ne? Ja, also weiter links darf er nicht kommen. Genau. Aber gut, wollen wir es nicht im Rennen. Kleinreden. Ich glaube, der hat jetzt sein Spiel gefunden. Ja, ich wollte es gerade sagen, jetzt ist er ganz anders am Tisch. Wir haben das gesehen bei der dünnen 4 und solche Geschichten. Also, oder die dünne 3 auf die 4. Das braucht er jetzt auf alle Fälle. Vielleicht auch die verschossenen Bälle von Marco haben ihm vielleicht auch ein bisschen Mut gegeben. Oh, ich spiele ja doch nicht. Ist ja keine Übermacht. Gar kein Vollgott, nur ein Halbgott. Am Billardtisch hier.
Ja, Marco ist sehr, sehr offensiv reingegangen in die Partie, war 2-0 vorne. Und das heißt natürlich, das kann natürlich beeindrucken hier. Aha, so rum. Hat ja sein Konter gedacht, aber es so ist ja super gelaufen. Jetzt muss er halt nochmal die ganze Tischentfernung nehmen. Rauf und runter. Aber liegt eigentlich auch noch so mit Winkel, dass du den einfach jetzt technisch sauber abdrückst, ja, ohne viel Zupfen. Er kriegt automatisches Effet. Du musst eigentlich gar nicht viel Effet geben. Er spielt tief. Und oh, der war nicht gut da. Und wenn, dann musst du noch richtig durchziehen. Und wenn er richtig durchzieht, hat er mehr Bogen, dann riskiert er noch den Scratch. Unverständlicher Ball. Ja. Er hat Winkel gehabt. Nur er Lauf. Kriegt eine automatische auf die Tangente. Er hätte die Tangente, diese zwei Button nehmen können. Er hätte auch einen Nachlauf mit ein bisschen Innen-Effet. Bisschen rein, aber ein bisschen Wohlfühl-Rechts-Effet auf die Tangente gesetzt. Er kann fast nicht falsch laufen hier auf den letzten 50 Zentimetern. Sagt dann Banker. Und jetzt muss er den Banker bringen. Das ist sogar, ich würde sagen, die falsche Tasche, denn da hat er weniger Winkel, um Position zu 10 zu bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so nah kannst du den auch hauchdünn spielen. Kannst hier dran arbeiten, super safe, dass die Weiße hinter die 10 bekommst. Warum? Jetzt schenkst du dieses Spiel Marco Giudi. Ja. Also dieses Safe ist schwierig, wenn die Weiße weit weg ist. Aber so nah wie die Weiße war, ganz dünn angehaucht. Und vielleicht schaffst du es sogar mit Effet hinten rein zu curlen. Ja. Hätte mir besser gefallen. Aber wir spielen nicht. Verschenktes Spiel. Wir spielen nicht. Wir sprechen nur darüber. So, damit ist Marco Giudi im Matchballbereich. 4-2. Oh, du bist schon dabei, hier ein bisschen die Braumanufaktur Schönbuch hier. Ich teste das jetzt statt Abendessen, okay, habe ich mir vorgenommen. Okay. Im Übrigen habe ich immer noch ein Auge auf die Damen des Junggesellenabschieds, die hier eingelaufen sind. Tatsächlich? Ah ja, ich habe gesehen, dass lauter Damen mit roten Schleifen. Ich habe sie als liebestolle, liebeshungrige Vollweiber begrüßt, aber ich hoffe, es fühlt sich niemand auf den Schlips getreten. Wir sind hier ja angekabelt und insofern. 1, 2, 3, 4, da ist eine Gruppe vom halbes Dutzend oder ein Dutzend. Sag's nicht laut, sonst ist der Laden gleich noch voller. Okay. Oh, guck mal. Geschmack ist dahinter, aber Grüppchenbildung. Hat er von der Seite geprägt, zufällig? Ich habe es nicht gesehen. Fast mittig. Okay. Aber von der Seite würde es mich nicht wundern. Typisches Bild von der Seite. Mhm. Ja. Kennt man ganz ekelhafterweise vom Achtball, wo man es taktisch sehr nutzen kann. Mhm. Ist auf jeden Fall dann schwieriger abzuräumen in der Regel. Ja. Geht er ja auf den Banker gleich oder was? Nee, natürlich safe. Und der guckt auch noch raus hier. Da wird es noch ein bisschen hin und her geben, schätze ich. Allein wegen diesem Grüppchen. Ne? Das muss man aber auch mögen. Ne? Viele Spieler denken dann, aber ja, okay, das lasse ich mir jetzt auf der Zunge zergehen. Da muss man Chirurg sein jetzt. Du musst es annehmen. Das ist das, was ein Spieler zu einem ganz starken Achtballspieler zum Beispiel macht oder nicht. Wow. Denn ehrlich gesagt, die Young Guns, die auf jedes Achtball Vollgas loslegen, da gibt es Millionen. Aber die dann auch gegen einen Gegner, der destruktiv spielt, brillieren können und chirurgisch arbeiten und auch viel taktisch nochmal selbst im Achtball Safe-Möglichkeiten finden, was ja wirklich rar ist, das ist dann schon das nächste Kapitel. Da ist man dann schon ein paar Seiten weiter in den Ralf-Eckert-Büchern. ich schätze, die 4 geht Mitte. Ja, und die 4 wird Mitte gehen und das öffnet eigentlich auch eine 6, die du eigentlich am Ende nur so einstellen kannst. Du hast einen sehr, sehr kurzen Spot, der wird ein bisschen breiter, wenn die 4 weg ist. Aber er geht nicht auf diese Position, er geht auf Position zum Safen. Sicherheit, ja. Okay, ist auch gut, hm? Ja, ich weiß es nicht. Also das gefällt mir eigentlich nicht so gut als Safe. Denn das ist ein Ball, auf den hat... Da macht er keinen Foul drauf, ne? Ja, da macht er keinen Foul und er hat so durchaus... Du darfst... Also was ich sagen möchte ist, ich krieg's noch nicht mehr raus heute,
Du darfst dich nicht wundern, wenn ein Schuli den dann reinschießt. Ja, genau. Bitteschön. Ja, und dann nicht Augen verdrehen und, oh Mann, und dann macht er den. Ja, nee, der ja. macht den zu 40%. Da hast du recht, ja. Und das sieht man oft bei Spielern. Dann haben die Ball in Hand und was machen sie draus? Boah, der war sehr optimistisch gespielt. Er hätte sozusagen doch eher offensiv gehen sollen auf die 4 und das abräumen. Ne? Oder so ein Press-Safe, wo die eine Vorwand ist heutzutage nicht mehr der ganz große Haken. Gegen so Topspieler muss der Safe tot sein. Wenn du die Möglichkeiten hast, und die hat er. Jetzt hat er nochmal die Möglichkeit, ein totes Safe zu machen, oder? Ich will mich mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen hier. Ja, weiß nicht, ob er hinter die 7 bekommt, hinter die 10. Vielleicht kann er ihn aber auch hinter die 8 rollen. Weiß nicht, ob er doch, ich denke, er kriegt, kann die 6 rüber an die linke Bande aus unserer Sicht und die weiße Presse an die 10. Ja. Rechts neben die 10. Bisschen so nicht. Er geht auf die Mitte. Diesmal geht er offensiv. Ne? Aber gut, er fühlt sich, finde ich auch einen legitimen Versuch. Ja. Fühlt sich gut auf den Ball. Hat einen schönen Winkel zur Tasche. Ja, ja. Also schaut er Tasche kein gut. Fehler, kein Fehler. Nee, sicher nicht. Der Erfolg gibt ihm ohnehin recht. Er muss es jetzt nur zu Ende bringen. Spielt übrigens Sneaky Pete, wollte ich gerade sagen. Sieht aus wie ein sehr, sehr, sehr schön. Ich als Oldschool-Fan bin da natürlich hellauf begeistert. Pechauer ist das. Ja. So ein Sneaky Pete gibt es ja fast von jedem Hersteller. Mhm. Früher als Zockerköfer verschrien, so nach dem Motto, du tust so als ob. Wobei naja, natürlich. Du hast mit jemandem gespielt und der wusste nicht, ob du jetzt auch ein Haus gehörst oder was Besseres. Schön, echter Klassiker, Sneaky Pete. Ja, jetzt hat er sich aber... Ich hab's gesagt, die 6 angehen auf Mitte, gut, aber du musst halt auch zu Ende bringen. Und jetzt hat er eben auf die 8 zu viel Wirkung verloren. Wollte ja sehr kompliziert nochmal rausspielen. Könnte seine letzte Aktion in dem Match gewesen sein. Ja. Ja. Wobei, wenn ich muss genau schauen, ich glaube fast, dass er den lang spielt. Nee, von der Position nicht. Er hat nämlich 3 solche lang schon reingeschossen, aber der war dank des Kameraumschnitts doch deutlich schöner. So, dann hat er hier Matchball, der Marco. Und eine 5:3 Sieg für Marco Trudy. 5:2, genau, Entschuldigung. 5:2 Sieg für Marco Trudy über Mirko. Schönes Höfer aus St. Augustin. Der vielleicht noch weiter hoffen darf. Er hat ja schon 2 Siege auf dem...